Hallo, hier ist noch mal kurz aus gegebenem Anlass. Ich habe mir noch mal so Gedanken darüber gemacht. Der Klartext alias Mimon Baraka. Eigentlich spricht dann doch wiederum nichts dagegen, gegen meine Idee, die ich vorhin erwähnte, aber von der ich dann Abstand genommen habe, wegen Bedenken in Bezug auf die zahlreichen Hater und Trolle, die ich auch habe. Ich frage Sie, auf Ehre und Gewissen, die YouTuber da draußen, die mir etwas abgewinnen können, denen ich vielleicht halbwegs oder auch ganz sympathisch bin, die erkennen, dass ich eine integre Person bin, der man vertrauen kann, der seriös ist und nichts hier veruntreut in puncto Spendengelder und so weiter. Würden Sie das begrüßen, wenn ich mit einer starken, ausgeprägten sozialen, helfenden, unterstützenden Komponente Gaming-Kanal eröffnen würde, hieraus machen würde? Video Games for Help, Social Gaming und dann von Zeit zu Zeit aus meinem Videospiele-Fundus ein paar Minuten hier jeweils das betreffende Spiel hochlade und wenn Sie es liken, dass das für Sie gleichzeitig verbindlich sein sollte, dass Sie dann auch etwas spenden. Ich kündige das natürlich dann im Vorfeld in den Videospiele-Mitschnitten, die ich besitze und mir noch holen werde, dann immer an, für was das Geld ist. Und diese Aktionen laufen auch nie länger als 5 bis 7 Tage. Und ich sage auch jetzt schon einmal, auch Sie müssen, wenn Sie gutherzig und gutmütig sind, so wie ich auch, nicht, wer weiß wie viel spenden. Oftmals ist es ja so, dass meistens die Menschen spenden, die selbst nicht viel haben. Und begrenze das dann auch von 1 Cent bis maximal 5 Euro. Alle Spenden, die darüber hinausgehen, werden nicht akzeptiert und werden umgehend wieder zurückgesendet. Ja, also von 1 Cent bis 5 Euro Spenden auf Basis von Videospielen, die ich hier vorstelle in Zukunft. Und das geht dann entweder auch wieder an die Kinderkrebshilfe, an AIDS-Stiftung, Mukoviszidose, andere vielleicht nicht so bekannte schwer oder nicht heilbare Krankheiten, wenn es da Stiftungen gibt und so weiter. Und an Flüchtlingshilfeorganisationen, an vielleicht die durch Spenden sich nur über dem Wasser halten können, Fluchtstätten, Stichwort Frauenhäuser und alles sowas. Also, wenn Sie sich damit anfreunden könnten und mich da unterstützen wollen würden, dann brauchen Sie dieses kurze, nicht ganz 4 Minuten gehende Video einfach nur zu liken. Dass natürlich wieder eine Vielzahl von Dislikes kommt, ist irrelevant. Ich weiß ja, aus welcher Richtung da der Wind weht. Für mich sind nur die Likes, die Sie auf dieses Video hin hier vielleicht posten, maßgebend. Und dann überlege ich mir das auch nochmal, ob ich das wirklich ins Leben rufe. Natürlich ist das dann auch mit Kosten für mich verbunden, aber das bezahle ich dann aus meiner eigenen Tasche. Da brauchen Sie nicht für zu spenden. Ich kann nicht immer nur von meinem Fernseher abfilmen. Ich muss mir dann noch so einen Videograbber holen, wo die Spiele dann 1:1 übertragen werden. Ja, wie das funktioniert, da mache ich mich dann noch schlau übers Internet. Und dann passt das. Also, wenn Sie das begrüßen würden, eine Videospielplattform, die ich ins Leben rufen könnte, mit einem gewissen oder ausgeprägten sozialen Aspekt, sprich auf Basis der Videospiele, die ich Ihnen hier filmisch vorstelle, abgefilmt, dass das Geld dann, wenn Sie liken, an entsprechende Organisationen geht, wie die Kinderkrebshilfe und alle anderen zuvor genannten und noch viel mehr, und dass man das dann so ein, zweimal im Monat macht. Und dazu aufruft, ist uns doch allen geholfen. Denn uns Zockern sagt man ja bisweilen auch heute noch immer, bisweilen nach, wir wären realitätsfremd und weltfremd. Das ist nicht so. Wir kriegen genau mit, was in der Gesellschaft passiert und was um uns herum sich so aufbaut. Ja? Und das gibt doch einigen von Ihnen, die selbst gerne vielleicht Video- oder PC-Spiele zocken, ein gutes Gefühl, wenn das mit einer guten Sache verknüpft ist. Ja? Also, lassen Sie es mich wissen, wenn Sie das begrüßen würden, die mich leiden können hier auf YouTube per Likes
und alle anderen tun nichts zur Sache. Aber ich kann nicht versprechen, dass das schon in diesem Jahr stattfinden wird, wenn dann im Laufe des nächsten Jahres.